Geistig Gereiste reisen selten bis Elba. Na, machtet euch halt selber. Nur noch einen kleinen Nachtrag. Wenn ich mit der Lampe hier einen Strom messen will. Ganz genau ist nicht, aber sicher. Das müsste so 50, 0,5 Ampere sein. Genau, so ungefähr 0,5, ne? Genau, das habe ich schon gemessen. So. Jetzt müssen wir mal die andere Seite von der LED des weißen Kabels. Null? Was ist der Motor so aus? Warte mal, wie sieht denn der Motor aus? Er ist nahezu null, aber. Hä? Das sind aber nur 0,5 in Wirklichkeit. Hey, ist komisch. Das ist wieder 0. Im Minus. So, wenn ich aber das Ampere wieder dazu mache, zeigt es 50 Milliampere an. Komisch. So, nochmal. Das ist der Eingang direkt an der Batterie gemessen. Also 12,4 oder irgendwas hat die 57 mA. Und mein gutes Messgerät, was mich eigentlich nie im Stich gelassen hat. Ach, jetzt geht's noch was? Nee. Sagen wir maximal auf 30 mA kommen wir, ne? Und das zeigt eigentlich fast die ganze Zeit 0 an. So, wenn ich jetzt hier hingehe, plus, auch 0. Und wenn ich aber an plus an die Lampe gehe, irgendwie. Ist das hier an der Klemme oder was? Wir haben doch kein halbes Ampere fließen, Junge. Nico, du Achim, du kennst ja eigentlich meine Messzange hier, die ist eigentlich ziemlich gut, ne? Guck mal. Die haut jetzt grob hin. Das schwankt doch ganz schön. Aber hier auf keinen Fall, ne? Das ist totaler Blödsinn. Und guck mal, das ist ja das rote Kabel hier. Geht da ins Messgerät, ne? Jetzt gehen wir mal hier. Null. Naja, 30, 40. Dann wieder mal fast null. Das ist doch komisch. Und genauso hier, ne? Mal, wenn ich hier näher rangehe. An die Klemme. Nö. Jetzt habe ich das Messgerät auch noch kaputt gemacht. Und mit der Spannung ist unlustig. Also ich weiß nicht, ob das normal ist, das teste ich jetzt gleich mal. Wir nehmen uns jetzt mal, habe ich nicht noch eine Bleibatterie? Nee, egal, dann nehmen wir uns mal den Lithium-Akku. Komm ich wieder nicht rein, ne? Scheiße. Dann nehmen wir halt eine Batterie hier, die 9-Volt-Block und gucken mal.
Messen jetzt mal die Spannung. Welche Überraschung? 7 Volt. So, jetzt gehen wir mal auf AC. Ach ne, das machen wir. Ne, guck. 0. Mein Messgerät geht, aber sobald ich das hier anschließe oder irgendwas hier messen will, da verarscht mich das Ding. Was ist denn jetzt? Also das ist der Entladekabel. So, jetzt pass mal auf. Jetzt nehmen wir das Messgerät, was an dieser Batterie bei AC nichts anzeigt. So sollte das so sein. Und ich habe dann hier vor uns aus Versehen AC gemessen. Oder noch besser, wenn wir jetzt wieder auf DC gehen und messen mal über der LED hier. Die sieht man jetzt ein bisschen schlecht, so sieht man die wahrscheinlich besser im Video, dass die auch leuchtet hier. Ne? So, jetzt gehen wir hier, zack, meinetwegen mal direkt über die LED, DC. 90 Millivolt angeblich, aber du siehst ja die Leuchtstelle, beziehungsweise ich kann ja mal kurz ausmachen. Zack, da ist er aus, ne? Jetzt ist der Modus wieder weg. Muss ich kurz das hier abmachen. Oder da, ne? Und es ist schon heller. So, wenn ich jetzt auf AC gehe, wie gesagt, das ist eine Diode, dann 2,1 Volt. Aber AC. Wahrscheinlich kommt ja noch eine Hellwelle oder so durch. Also es ist schon ein bisschen komisch. Ne? Und hier, das ist quasi am Kondi. Also einfach mal über die LED gemessen. Da messen wir tatsächlich 0 Volt AC. Ne? Da muss ich jetzt wieder umschalten auf DC. Sind 2,1, ich raff's nicht, Alter. Was ist das für ein Scheiß? Wieso? Was ist mit der LED los hier? Ist wahrscheinlich, dass die nur mit der 1,5-Welle von AC läuft. Aber wieso ist hier auch AC drauf? Ist eigentlich schon komisch, Jungs. Na, keine Ahnung.